Ja, wie bereits erwähnt, sind wir heute unterwegs im BMW E46 M3, wollte ich gerade schon sagen. Das wäre natürlich dein Traum, gell? 323i, wir haben 170 PS und in diesem Fall ein 5-Gang-Handschalter. Wir haben kein M-Paket, dafür sonstige Ausstattung, aber da gehen wir nachher kurz drauf ein. Warum ich das Video mache, weil ich einfach sage, man kriegt hier ein solides Auto für kleines Geld, wo einfach relativ gut geeignet ist von Fahranfänger als Daily-Alltagsauto, wo Teile noch relativ erschwinglich sind und trotzdem doch alles aufgeräumt und schön ist. Man hat alles an Ausstattung in meinen Augen, was man braucht. Ja. Und es macht einfach Spaß. Ich meine, optisch in der schönen Farbe mit M-Paket definitiv ein Hingucker. Und deswegen würde ich sagen, fahren wir jetzt ein paar Kilometer und sprechen einfach ein bisschen über eine E46. Ja, E46 kam im März 98 als Ablöse vom E36. In dem Fall ist das hier in der 4. Generation. Wir haben den E21, E30, E36, jetzt der E46 quasi. Ja, hier ist ein Modell 99, das heißt, wir haben hier noch einen Vor-Facelift. Facelift ist gekommen beim Touring und bei der Limousine ab 2001. Da haben wir diverse Teile außen an der Karosserie anders, andere Scheinwerfer, andere Stoßstangen. Und beim Coupé und Cabrio, glaube 2003 oder 2004. Und produziert worden ist es bis 2007. Wird aber nicht viel interessieren, gehe ich mal davon aus. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal aufs Fahrzeug direkt ein. Es gibt entweder die Möglichkeit auf einen 5-Gang-Handschalter oder eine 5-Gang-Automatik. Und was es beim E46 auch gab, es gab Fahrzeuge mit Allradantrieb. Und zwar gab es den 25, also die Benzinermotoren 25 und 30 mit Allrad. Und beim Dieselbereich den 30 XD. Ja, das nur so als Hinweis für euch. Momentan starten die Fahrzeuge so, ja, ich sag mal ganz vorsichtig, bei 1500 bis 2000 Euro kriegt man was Brauchbares. Finde ich jetzt persönlich für so ein Fahrzeug mit der Ausstattung, wo wir aber erst im Videoteil 3 drauf eingehen, finde ich es sehr gut. Ja, wir haben hier ein Schiebedach, wir haben hier eine Sitzheizung, wir haben eine Einparkhilfe. Ich sag mal so, arg viel mehr braucht man in meinen Augen nicht. Fahren tut er sich ruhig. Der Sechszylinder ist sehr laufkultiviert, das heißt im Stand, wenn wir an der Ampel stehen, wenn wir fahren, ist es einfach, ja, gemütlich. Kein Ruckeln, kein Schütteln, nichts. Wir haben jetzt 272.000 Kilometer auf der Uhr und das Fahrzeug macht gar nichts. Es fährt sich, als wäre nichts. Und das finde ich halt, das ist das, was es halt ausmacht. Also sie haben im Vergleich zum E36 schon viele Sachen anders gemacht, besser gemacht. Wir haben ein sehr schönes Cockpit, wie ich finde. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Wir haben ein sehr, sehr gutes Fahrwerk, was allerdings bei mir 36 auch schon nicht schlecht war. Aber es ist halt alles ein bisschen besser, es ist ein bisschen wertiger und es ist in meinen Augen ein bisschen aufgeräumter. Man kann mal ein bisschen Gas geben. 4. Gang. Ja, wie ihr merkt, das Fahrzeug zieht einwandfrei wunderbar. Also das perfekte Fahrzeug für jemand, der in einer niedrigen Preisklasse, ich sag mal ganz vorsichtig, zwischen 2.000 und 5.000 Euro sucht, ist das Auto mit bei den Favoriten in meinen Augen. Jetzt im Video 2 gehen wir auf die Schwachstellen drauf ein. Es sind ein paar Sachen, die sind vom E36 übernommen worden oder halt nicht sauber gemacht worden. Da gehen wir drauf ein. Und im Video Teil 3 dann zum Thema Ausstattung noch mal ein paar Details. Wir können nicht alles machen, ist auch gar nicht die Aufgabe. Ich möchte zwar gerne das Thema nahebringen, warum ich es gut finde, das habe ich ja bereits erwähnt. Und auch ein bisschen zum Thema Tuning, aber da wird man noch ein Video Nummer 4 machen. Einfach Kleinigkeiten, was man machen kann. Man kann mit Fächerkrümmer arbeiten, man kann mit Nockenwellen arbeiten und Fahrwerk, Felgen, einfach Kleinigkeiten, um das Fahrzeug schöner zu machen. Auch Thematik Bodykits gibt es genügend Möglichkeiten und in dem Fall auch in der Zwischenzeit bezahlbar. Man überlegt, das Fahrzeug ist ja bereits auch seit gut 20 Jahren jetzt auf dem Markt und da ist natürlich so, dass die Preise in der Zwischenzeit Ersatzteilpreise bezahlbar sind und human sind und deswegen ist es auch ein Auto, das auch sehr beliebt von Jungen gefahren wird. Ja? Machen wir gar nicht weiter. Video Teil 2 ist schon erwähnt worden, worum es da geht. Das wird morgen online kommen, da wünsche ich euch viel Spaß. Und Video Teil 3 natürlich am Montag in diesem Fall.
und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.